Willkommen bei der Übersetzung für den Vortrag Law Enforcement are Hacking the Planet von Joseph Cox. Der ist ein Investigativjournalist für Motherboard und spezialisiert sich auf Data Security. Und als ich seinen Twitter-Account angeschaut habe, habe ich gemerkt, dass ich ihm schon folge. Und ich habe seinen Avatar auch sofort erkannt, aber nicht seinen Namen, was etwas Lustiges über diese moderne Welt aussagt. Und damit übergebe ich auch schon an Joseph. Hallo. Wie würdet ihr reagieren, wenn das FBI aus den Vereinigten Staaten rüberkommen würde und in Hamburg eine Türe eintreten würde und dann das Apartment durchsuchen würde? Sie wurden nicht eingeladen von den deutschen Behörden oder so. Sie beschlagnahmen eine große Menge an Beweisen und gehen zurück in die Vereinigten Staaten. Ich meine, das ist nicht wirklich etwas Großartiges. Was hat das FBI in einem fremden Land verloren? Und wieso suchen sie da Gebäude und verhaften Verdächtige? Aber genau das macht das FBI mit digitalen Methoden, indem es hackt. Es greift in fremde Länder ein und extrahiert Daten nach Virginia oder wo auch immer. Und ich rede hier nicht über eine normale Geheimdienstagentur wie die NSA oder die CIA, sondern von welchen wir ja auch erwarten, dass sie Spionage betreiben. Hier sprechen wir von einer Organisation, welche hauptsächlich als kriminelle Nachforschung betreibt, eine Law Enforcement Agentur. Und ich werde hauptsächlich über einen Fall sprechen, kurz über einen anderen und dann kurz über eine Operation reden, welche von Australiern durchgeführt worden und Sachen in der USA gehackt hat. Und hauptsächlich dreht sich das um Kindesmissbrauch und diese Art Sachen im Dark Web. Kurz zu mir. Ich bin ein Journalist für Vice und Motherboard, welches die Technologieabteilung von Vice ist, und berichte über das Dark Web und alles, was mit Technologie zu tun hat. Und über das letzte Jahr habe ich über den internationalen Gebrauch von Malware durch Polizeibehörden untersucht. Und spezifisch diese Operation Pacifier. Es ging dabei um einen Tor Hidden Service, was heißt, dass die meisten, die damit verbunden wurden, halt anonym waren. Und auch die physische Location des Servers war auch versteckt. Und also das FBI konnte nicht einfach zum Hosting Provider gehen und dann den nach den Daten fragen. Und diese Kinderpornografie-Seite war irgendwie ein mega großes Ding. 250.000 Mitglieder, ganz viele Posts im Mittel und 11.000 mindestens 11.000 Besucher jede Woche. Das FBI hat dann eine versteckte Operation durchgeführt. Und dann gab es eine fremde eine fremde Enforcement Agency, die richtige IP von Playpen dem FBI gegeben hat. Und das war möglich, weil der Administrator den Server falsch konfiguriert hatte und dann die IP-Adresse ins normale Internet gebroadcastet wurde. Und dann haben sie halt den Server konfisziert.
Und der Administrator hatte halt fürs Hosting schon gepaid, schon bezahlt mit PayPal. Und dann war es halt auch sehr einfach, ihn zu finden und zu verhaften. Also wenn man so einen illegalen Server laufen lässt, dann nicht mit PayPal bezahlen am besten. Und das FBI hatte dann Kontrolle über die Seite. Also sie können die Leute tracken, mehr oder weniger, aber sie können die Leute nicht identifizieren oder sehen, wo sie herkommen. Und dann haben sie halt versucht, die Computer von individuellen Benutzern zu hacken. Und dann haben sie, was auch gemacht wurde, dass sie dann die Seite von einem anderen Server, von einer Regierungsseite aus verwaltet haben. Und dann haben sie halt versucht, darüber Malware den Leuten einzuschleusen oder zu übergeben auf die Rechner. Und diese Malware hat dann verschiedene Sachen gemacht. Also wenn man ein bestimmtes Forum angesurft hat, dann hat sie automatisch einen Exploit bekommen. Und dieser Exploit hat dann den Tor-Browser und verschiedene andere Sachen beeinflusst, vielleicht Mozilla Firefox auch. Also wo auch der Tor-Browser drauf basiert. Und wir wissen jetzt nicht genau, was da die Schwachstelle war oder was es genau gemacht hat. Wir wissen nur, dass es eine nicht öffentliche Schwachstelle ausgenutzt hat. Und wenn der Exploit dann halt zugestellt wurde, dann verbindet sich die Malware halt mit dem FBI vom lokalen Computer und dann hat das FBI die Adresse der Benutzer und bekommt dann darüber die Adressen vom Provider und kann dann eben die Leute zu Hause besuchen und Tür eintreten und halt verhaften für Kinderpornografie und was auch immer. Und ja, alles, was sie halt, das ist mehr oder weniger alles, was sie halt eingesammelt haben, so Benutzernamen, IP-Adressen, MAC-Adressen und all sowas. Und darüber kann man dann halt gut die Aktivitäten auf der Seite mit den IP-Adressen korrelieren und dann halt sagen, okay, du hast mit ziemlicher Sicherheit das und das gemacht. Zum Beispiel könnten sie sagen, okay, Benutzer Jimmy ging auf diesen Teil der Seite und hat das und das gemacht und Benutzer Fred hat das und das gemacht, sodass FBI hat über mehr oder weniger 30 Tage diese Mailer verteilt und über diesen Zeitraum haben 100.000 Benutzer halt eingeloggt. Und aus irgendeinem Grund bekam die Seite viel populärer als die Seite halt vom FBI betreut wurde. Und so Europol hat gesagt, sie haben irgendwie 3000 irgendwas Fälle davon daraus gezogen und das FBI auch einige tausend. Das habe ich auch von einer Operation von einer Seite der von Europol und in Österreich. Das ist, glaube ich, ein Brief von einem Parlamentarier an einen Bürger und das besteht, dass das FBI mindestens 50 Computer in Österreich geknackt haben. Und das ist jetzt über Kolumbien und Chile und die Strafverfolgungsbehörden waren jetzt auch nicht so wirklich, haben nicht so sauber gearbeitet und es war halt super einfach da zu arbeiten und es wurde auch da viel gehackt.
Jetzt geht es um Australien und da habe ich einen Informationsfreiheitsantrag gestellt über Dokumente und Kommunikation über diese Operation Pacifier. Und dann hieß also, ja, wir haben irgendwie zu viele Sachen darüber und dann, das können wir deswegen nicht geben. Und dann hatte ich natürlich auch irgendwie genug Informationen, um zumindest zu bestätigen, dass es auch, dass es da auch halt vorkam. Also das Vereinigte Königreich und die Türkei, for example, wurden wahrscheinlich auch gehackt. Das kam irgendwie letzten Monat raus und zusammen hat das FBI wahrscheinlich ungefähr 8000 Benutzer oder Computer in 120 Ländern gehackt, mit einem Warrant, also einem Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft. Also die USA hat sowas wie Regel 41, die definiert, wann der Richter halt, wann der Richter dieses das Hacking quasi für andere entfernte Locations autorisieren kann. Und das ist halt ziemlich restriktiv, aber bei Playpen, dieser Kinderpornografie-Seite, war halt dieser Richter da im östlichen District von Virginia, wie man da oben sehen kann. Und die meisten Computer, die geknackt wurden, waren natürlich nicht im östlichen District von Virginia. Und dann, ja, wenn man halt sich das Dokument anguckt, was das FBI dem Richter vorlegt, und was es halt sagt, ist, dass Computer gehackt werden, die in diese Website einloggen. Und schreibt halt, ja, egal wo sie sich befinden, aber sie haben jetzt auch nicht geschrieben, dass sie halt im Ausland auch hacken würden. Und es ist deswegen irgendwie unklar, es ist unklar, ob der Richter jetzt da genau verstanden hat, was er halt unterschrieben hat, ob wenn er das, was er jetzt autorisiert hat, also ob ihm klar war, dass sie auch im Ausland hacken würden. Und es ist immer noch unklar. Und der Richter kommentiert das leider auch nicht. Also wo auch immer die Operation Pacifier die Regel 41 verletzt hat, das ist vermutlich der entscheidende Punkt hier. Die Anwälte der Verteidigung haben das auch immer wieder aufgebracht, dass das illegal gewesen sei und dass man die Beweise alle wegwerfen müsse. Und 21 Entscheide haben entschieden, dass die Operation diese Regel verletzt hat und 4 davon haben die Beweise dann auch für ungültig erklärt. Und das betrifft natürlich alles. Von der IP, die Child Porn, den man am Computer findet, weil den hat man über die IP identifiziert und damit wurden diese Leute natürlich halt freigesprochen, außer ein Rekurs, der noch hängig ist, setzt sich durch. Ob Leute in den USA so eine Verteidigung aufbringen können, ist noch unklar. Aber Police may say, hey, look, we didn't do the hacking, we just got given this IP address by a third party. And then the defense might not have. Zum Beispiel die deutsche Polizei könnte dann sagen, ja, wir haben das ja von einer dritten Partei bekommen und dann ist es nicht unsere Aufgabe zu checken, ob das legal ist. Ich kenne zum Beispiel einen Anwalt, der da irgendwie versucht, dagegen vorzugehen. Und es wird sehr interessant sein, wenn es dann passiert im neuen Jahr.
naja, es ist jetzt auch irgendwie egal, also früher in diesem Monat wurde dann die Regel 41, die die Richter beachten müssen, geändert und dass sie jetzt eben auch Computer außerhalb ihrer Jurisdiktion autorisieren können. Also jetzt, wenn jetzt dieser Strafbefehl rauskommen würde, dann würde das auch nichts mehr machen, weil es jetzt legal wäre. Und das geht halt vor allem geht es dabei halt um diese Probleme, die Tor und diese ganzen Anonymisierungsdienste für die Strafverfolgungsbehörden darstellen. Und also nicht so, dass sie einfach das so aus Spaß gemacht haben, sondern dass sie halt wirklich fanden, dass sie das brauchten. Und sie sagen da halt zu, ja, dass sie halt denken, dass Technologien es nicht einfacher sollten für Kriminelle. Und wenn sie es halt doch tun, dann muss man halt dagegen reagieren. Und ja, weil es halt Probleme kreiert. Und das war Operation Pacifier, wo sie halt Computer im Ausland gehackt haben. Und jetzt geht es um Operation Torpedo. Die noch schlimmer ist. Und da geht es so um 2012, 2014. Und dabei gibt es einen Hosting-Provider, wo man halt einfach sich anmelden kann und dann bekommt man so ein Dark-Web-Hosting zur Verfügung gestellt. Und jetzt hat das FBI versucht, die Benutzer von 32 verschiedenen Kinderpornografie-Seiten zu identifizieren. In dem Strafbefehl wird zum Beispiel eine spezielle ungarische Seite genannt und halt so als Beispiel dann übersetzt mit Google Translate und dann wird gesagt, ja, wenn man halt das in Google Translate eingibt, dann heißt das das und das und ist deswegen kinderpornografisch. Und ja, das Problem dabei ist halt zum Beispiel, dass, weil man natürlich davon ausgehen, dass gerade bei einer ungarischen Seite die meisten Benutzer natürlich in Ungarn sind. Und ja, man weiß halt nicht, hat das FBI irgendwie drüber nachgedacht, hat es sie interessiert oder haben sie irgendwie die Erlaubnis bekommen. Aber ja, sie haben es halt dann trotzdem gemacht. Und es ist nicht nur das FBI, das Hacking-Tools benutzt, um Verdächtige zu observieren oder zum Ziel zu machen. In Australien, in Queensland zum Beispiel, gibt es eine spezielle Taskforce, Argos, die sich auch damit beschäftigt. Es gab jetzt kein offizielles Statement, keine Pressemitteilung der Queensland Police, die das irgendwie publik gemacht hat, aber es gab halt so verschiedene Indizien, die halt dann dazu geführt haben, dass man sagen kann, okay, es gab da halt diese Operation in 2014 und die dann in 2014 eine andere Kinderpornografie-Seite übernommen haben und die dann die Seite nicht nur für ein paar Wochen laufen haben lassen, sondern irgendwie für 6 Monate betreut haben und die Seite halt am Laufen gehalten haben. Und die Australier haben dann auch zumindest 30 IP-Adressen von US-Bürgern herausgefunden. Die haben aber eine sehr andere Methode benutzt als die US-Behörden, also als das FBI, weil sie haben einen Link geschickt zu einer Videodatei. Dann haben sie eine Warnung bekommen, sowas wie, ja, Achtung, sie öffnen eine Datei auf einer externen externen Seite. Dann wurde ein Kinderpornografie-Video mit echtem Content halt gezeigt und das Video hat dann halt zu den Strafverfolgungsbehörden zurück verbunden und dann wurde halt die IP-Adresse bekannt gegeben und darüber konnten sie dann verfolgt werden.
Und ja, das ist halt ganz eine andere Methode, aber dann ist halt die Frage, ja, ist es quasi eine illegale Durchsuchung auf dem Computer des privaten Benutzers oder ist es halt nicht erlaubt oder ist es eben doch gedeckt und das ist halt alles nicht klar. Das ging alles um Kinderpornografie und Kindesmissbrauch und ja, dieses internationale Hacking ging bisher hauptsächlich um solche Sachen wie Kinderpornografie und Kindesmissbrauch und dann, wie es in der Zukunft aussieht mit der Regel 41 und so, weil es ja auch ausgeweitet wurde, was legal ist, weiß man nicht, wie es weitergeht, vor allem mit den Dark Markets und so. Da ist es natürlich sehr relevant und es könnte auch dafür benutzt werden. Und das ist jetzt nicht von Malware oder so, aber es geht um, als die Carnegie Mellon Universität das Tor-Netzwerk attackiert hat und das dann dem FBI übergeben hat. Und dann ist halt die Begründung dafür, dass es legal ist, dass es halt hieß, ja, der Benutzer hat sich in die für Drogendealer beschränkte Seite von Silk Road eingeloggt und deswegen ist es halt Grund genug, ihn zu verfolgen oder zu verdächtigen. Und ja, es könnte auch bei Dschihadi-Forums, also islamistischen Websites, relevant sein. Und keine Ahnung, ob das jetzt das FBI machen würde oder jemand anders, aber es kann natürlich auch dazu zutreffen. Und abgesehen davon, und versuchen zu vorherzusagen, wie das weitergeht, es wird auf jeden Fall weitergehen. Es gab vor ein paar Wochen einen Firefox Zero Day, also eine Schwachstelle, und dann haben wir das auch zu einer Malware zurückverfolgen können, die auf einem Kinderpornografie-Forum verteilt wurde. Ja, und das ist es mehr oder weniger. Falls ihr Dokumente teilen wollt, Informationen zu FBI-Malware oder solchen Sachen, wie sie benutzt werden, wer es kauft, dies sind meine Kontaktdaten. Dankeschön. Thank you, Joseph. Thank you. Any questions from the audience? Oh, one on four. Thanks for the talk. Really nice. Vielen Dank für den Vortrag, der war sehr gut. You've presented some pretty illegal. Ihr habt einige vermutlich sehr illegale Sachen auf beiden Seiten hier präsentiert. Kinderpornografie und so weiter. Aber auch auf der Seite der Polizei. Habt ihr da absichtlich die ganz, ganz schlimmen illegalen Sachen, Kinderpornografie, ausgewählt, um die Polizei zu rechtfertigen? Habe ich das gemacht? Nein. Das ist einfach Kinderpornografie und Ausnutzung von Kindern. Das ist dort, wo die Polizei halt die richtig coolen Sachen einsetzt, den Tor-Browser-Exploit, den Firefox-Malware. Und ich bin einfach nur daran interessiert, dann, wenn die Polizei interessante Sachen macht. Und ich habe auch über Drogenhandel geschrieben, aber soweit ich weiß, wird das nur hier bei diesen Kinderpornografie-Untersuchungen verwendet. Und vermutlich genau, weil sie wissen, dass da wenige Leute dagegen argumentieren werden, weil das alle so absolut schrecklich finden. Aber nein, das ist einfach so, wie es läuft. Dann lass mich die Frage umformulieren. Ist es gerechtfertigt? Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was intrinsisch falsch ist, damit das die Polizei Hacking einsetzt. Aber obwohl die Kinderpornografie ein absolut entsetzliches Verbrechen ist und ich glaube ich, dass es von der Polizei zu verlangen ist, dass sie sich an das Gesetz halten. Ja.
Any other questions? Weitere Fragen? Irgendwen aus dem IRC? Sir, didn't see you there on five. Go ahead. Well, I wanted to ask probably the same question, whether it's nun, ich wollte praktisch die gleiche Frage stellen, ob es Zweifel hast von einem moralischen Standpunkt aus, aber das hast du schon beantwortet. Und während man über die Gesetze streitet, wird nicht darüber gestritten, und das verstehe ich, dass moralisch das Ganze okay ist. Sure. So, I mean, just before I answer that, I just want to make clear that I'm like a journalist, not an von einem technischen Standpunkt gibt es da was zu ändern. Ich bin ein Journalist und nicht eine technische Person. Es steht mir nicht zu, da zu sagen, oder ich sehe mich nicht befähigt zu sagen, wie wir es bekämpfen sollen. Das gesagt, glaube ich, dass Tor und Mozilla daran arbeiten, diese Art von De-Anonymisierungsangriffen zu stoppen. Und dann würde es vermutlich nicht helfen, wenn das FBI seine Malware einsetzt. Und das FBI müsste dann auch noch aus der Sandbox ausbrechen. Um es generell zu beantworten, es gibt technologische Lösungen und die Leute arbeiten daran und die könnten bald eingesetzt werden. Aber das FBI wird dann halt umsteigen und andere Techniken einsetzen. Und wenn sie nicht die IP kriegen können, dann werden sie die Beweise halt anders kriegen. Jetzt kommt Nummer eins. In your background research on law enforcement using technology like this to target. In deiner Forschung, Hintergrundforschung, die du betrieben hast, du hast das FBI beschrieben und wie sie halt so mit dem Recht herumgespielt haben, um machen zu wollen, was halt geht. Gibt es so andere Strafverfolgungsbehörden, die halt das besser handeln oder die so, die halt bessere Standards haben oder die das irgendwie anders und wenn du das Problem beschreibst, dann meinst du das Bekämpfen von Kinderpornografie im Dark Web oder was? Ja, okay, natürlich muss irgendwas getan werden und das FBI sagt halt, okay, ja, wir haben halt andere Sachen probiert und das ging nicht, und gibt es aber andere Möglichkeiten oder Standards, die vielleicht möglich sind? Gerade wenn es um Malware geht, dann habe ich jetzt sonst nicht viel anderes gesehen, aber zum Beispiel im Vereinigten Königreich gibt es GCHQ, die Signals Intelligence Agency, und anscheinend benutzen sie halt so Massenüberwachung, um halt den Traffic von Dark Web Usern zu korrelieren und dann sie zu identifizieren und zu den Strafverfolgungsbehörden zuzufügen. Und das kann natürlich mehr vorkommen, aber es ist nicht sicher. Und das Home Office in England hat dann gesagt, ja, sie haben so durch diese Massenüberwachung anscheinend 50 Individuen verhaftet oder strafverfolgt in den letzten Monaten. Okay, noch eine Frage hier. Also du hast Massenüberwachung genannt, und dann denke ich, dass es halt viel schlimmer ist als so gezielte Attacken mit Malware, weil man halt alle überwacht und nicht nur bestimmte Individuen, die in kriminelle Aktivitäten involviert sind. Und ja, die Leute müssen halt diese Kriminelle finden, und dann muss natürlich die Jurisdiktion vielleicht erweitert werden, weil sie die Leute wirklich fallen wollen. Und na, wie könnten sie halt Gesetze machen, um die Leute auf legale Weise zu finden? Und auch wenn es halt schwierig ist, also man muss sie ja finden. Und wenn man halt so Massenüberwachung macht, dann gibt es ja ganz viele Leute, die nicht mal in dem Land sind oder die halt auch nichts getan haben. Was ist da die Lösung dafür? Also, es gibt
Senatoren in den USA, die halt diesen Massenhacking-Act blocken wollten oder mit halt, und dann könnte man halt, dann würde halt dieses Target-Hacking oder die Massenüberwachung halt wäre gestoppt worden. Aber es gab halt keine gute Alternative, weil man muss ja irgendwie die Leute stoppen. Und die Senatoren meinten, ja, wir müssen das globale Hacking stoppen, aber es gab halt keine Alternative und man muss ja irgendwie die Leute für Strafe folgen. Deswegen hat es dann nicht geklappt. Und also es ist weniger, dass es jetzt ein konkretes Problem gibt, was sofort halt gelöst werden muss, aber was ist halt eher so, ja, wenn das FBI einen Kinderpornografie-Guy in Russland fängt oder so, oder einen berühmten Politiker und dann, ja, was ist dann? Das ist halt so dieses große, überhängende Problem, wo man halt nicht genau weiß, was die Grenzen sind und wie es weitergeht in solchen Fällen. Vielen Dank und eine Runde.